Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, wir haben einen Kommentar von Jonas Bock, geiles Video, und sollte ich mir für die Dogbox das Sonderangebot 3 für 800 Gems, Juwelen, whatever holen? Nö. Nee, also, lohnt sich aktuell nicht. Dann warte lieber noch ein bisschen. Und dann. Also die Box würde ich mir nicht holen an der Stelle. So, hier haben wir Mythic Boomhauer in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle. Dann sind wir hier. Hier haben wir das Mythic Haley Pack. Mit Mythic Haley, CIA Student, Neil Goldman, Cuddles und Bill Daugherty. Ziemlich cool. Ah, guck mal, da ist aber eine Highschool-Box. Also da ist die Dogbox. Da ist der gefragt. Nee, nicht tun. Tu das nicht. Nicht der MacGriffin und der Lois-Griffin holen, weil das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Nee, nee. Nee, mach das mal besser nicht. So, und dafür haben wir hier eine Highschool-Box da. Oh, das ist gut. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn da? Linda Belger, na gut, Linda Belger ist jetzt auch nicht. Eine Highschool-Linda. Also Student Lucky ist geil. Also man muss jetzt dazu sagen, wir haben. Es kommt ja jetzt Educated als nächstes. Ne? So, jetzt haben wir hier Dr. Cahill ist cool, Student Lucky ist cool, Director Shepard ist cool, aber Linda Belcher und Dr. Amy Wong. Also gucken wir mal hier in die Kombos rein vom Student Lucky. Das ist natürlich Mr. Deliver ist geil, Diorama Jean ist geil, Home Ec Teacher ist geil, Scheinprozess. Lee Louise ist geil, High School Bill ist natürlich mega fett, Cadet Hill ist mega fett. Hier Biegeschulabschluss, mega fett. Babysitter Lila, auch nice. Hier der Hirnfrei, auch nice. CIA Student, geil. Also da sind auf jeden Fall einige richtig coole Sachen dazwischen. Ja. Die auch so richtig viel Spaß machen. Definitiv. Und. Oh, guckt euch mal den Mission Doktor an hier. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann den Dr. Zoidberg hab. Alter Vater, dann geht das Ding aber ab wie eine Rakete hier, würde ich mal sagen, ey. Bei Dr. Cahill sieht es ja nicht anders aus. Sind ja die gleichen vergleichbaren Kombos, ne? Director Shepard, ebenfalls vergleichbare Kombos, ne? Also, wobei, da habe ich irgendwie weniger. So, also Dr. Cahill und Student Lucky auf jeden Fall zu bevorzugen vom Director Shepard. So, jetzt kommen wir mal zu der Linda Belcher. Und Linda Belcher, jetzt gucken wir uns mal die an. Working Song ist nicht der Bringer. Dieses Pub-Quiz, naja, also ein bisschen crazy da, ein bisschen berauscht. Zeichne mich Linda, auch nicht so toll. Die habe ich schon manchmal gespielt, da diese Porzellanbabys, ja, aber. Naja, Drachenkostüm, Freezer Dome Linda, Yachtträume, das sind alles keine hier Weinbeutel, heimgesuchte Linda, das sind alles keine so toll. Das ist mal ganz okay, die PTA-Rivalität, aber das war's dann. Oder hier der Laserrasierer, der Laser Razor und hier Little King Trashmouth. Ja, das sind die einzigen Kombos, wo du sagst, okay, ah! Da könntest du dir mal die Linda, auch da unten ist noch was, das ist ihr Garbage Shot Linda. Dafür könntest du dir die mal ins Deck packen. Aber das lohnt sich nicht, weißt du? Das Risiko ist viel zu groß, wenn du die im Deck hast, dass du nur ein Schrott-Kombos angeboten bekommst. Oder hast, was weiß ich, so wie es manchmal vorkommt, hast du Kombokarten im Deck und oder kriegst erstmal nur Kombokarten und dann kommt Linda. Toll! Juhu! Super! Kommt dann Freude auf. Nee, also wirklich. Dann haben wir hier mal die Dr. Amy Wong. Gucken wir uns die mal an. Whale Hunter Amy ist ganz nice. Golfer Amy ist ganz nice. Die Wassernymphe ganz nice. Hier die Hexe des Nordens ist ganz goldig.
Gut, die Ringerin Amy, Studentin Amy und betrunkene Amy sind jetzt nicht so der Oberbringer. Flügelmutter ist geil. Ja, das hier Kurierseidenäpfchen ist für die Füße. Betsy, ja. Wieder defensive Combo. Ja, und dann sind wir auch schon hier relativ durch bei der Dr. Amy Wong. Die hat ein paar mehr gute Kombos, aber ja, die sind natürlich die geilsten, ne? Die Flügelmutter Lila, so, beziehungsweise Flügelmutter Amy ist da, die sind schon echt cool. Ne? Hier der Denkeraffe ist auch ganz nice, aber es ist, also, ist jetzt von den ganzen legendären Charakteren, ist die halt jetzt nicht wirklich so mit die, mit zu, zähle ich die jetzt nicht zu den mega starken, ja, definitiv nicht. Die ist ganz gut, aber so und alleine deshalb, also ich zeige euch jetzt die Kombos, weil ein oder andere sagt, oh, komm, fängt ihr schon wieder an, wegen den Karten da. Nee, aber ist wirklich so. Also Leute, ihr müsst euch wirklich überlegen, ihr müsst legendäre Charaktere bei euch da reinpacken, die halt richtige Killer-Kombos haben, ja, und da zählt halt keine Linda Belcher dazu und auch eine Dr. Amy Wong, das heißt, das wertet dann, und dann hier Highschool-Linda, ja, sorry, aber ist ja eine, hier wollte ich drauf gehen, ist ja, was will ich denn da damit, ja, also, deswegen ist diese Box hier auch. Also, so geil Student Lucky und Dr. Cahill sind, die sind halt echt mega, ja, die beiden, aber den ganzen Rest, den kannst du in die Tonne kloppen, ja. Also, das lohnt sich nicht. Das würde ich gar nicht machen hier. Das würde ich überhaupt nicht in Erwägung ziehen, würde ich das überhaupt nicht hier. Den Käse da zu machen hier, gar nicht. So, dann kommen wir in die Meisterschaft rein und gucken wir mal da rein, was da so Sache ist. Und, das war natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich muss erstmal als allererstes erstmal da reinklicken, gell? So, also haben wir den Sensei Ryan als allererstes. Und da haben wir einen Roger, ja, der Sensei Ryan mit Cheer. Cheers all. Wir müssen wir jetzt mal maxen hier, damit man überhaupt mal sieht, was der denn da so tut. Also hier mit Capoeira beispielsweise. Mit Capoeira haben wir hier mit Motivieren und so. Und Cheers All ist schon ganz cool. Definitiv. Stärkste, so wie es aussieht, ist hier unten tatsächlich mit dem Diamond Crusher. Ja. Die ist geil. Also die ist echt. Also schon allein ist Cheers All. Das Problem allerdings, was ihr immer berücksichtigen müsst, ja. Also ich weiß nicht, ob Kongregate das inzwischen gefixt hat. Aber ich glaube es nicht, dass das Cheers All tatsächlich immer nur nach rechts geht. Ne? Also sprich, die linken Karten. Da muss ich mal echt drauf achten beim nächsten Mal. Aber. Das war lange Zeit, war das ärgerlich, weil der immer nur nach rechts den Push gegeben hat. So, das ist der Sensei rein. Aber ich will trotzdem keine 500 Gems dafür ausgeben. Definitiv nisch. Nö. So, mache ich nicht. Dann haben wir hier den Fan Farnsworth. Und ja, es gibt schon geile Kombos hier, ne? Also, es gibt schon echt geile Kombos. Dazu zählt der Fan Farnsworth definitiv nicht. Ja, da hast du hier einen Professor Farnsworth und dann hast du da Cripple. Ja, ey, das machen andere Karten auch. Und wie gesagt, wenn ich mir hier den Professor Farnsworth in der Mythic-Version angucke. Gehen wir nochmal da hoch auf die Blurns Ball, ja. Ey, guck dir das an, ja. Da hast du hier 14-fach Punch, eine 10er Bombe, 11-fach Bodyguard. Kombinierst du mit einer Blurns Ball, mit Punch, mit Motivieren, ja. Und dann kommt da hinten ein Fan Farnsworth raus mit 22 Cripple. Zum Veräppeln? Also sorry, aber so ein Schrott hier braucht kein Mensch, ey. Also. Das auch völliger. So, und dann kommt. Oh, dann kommt ja mein Liebling. Kommt ja mein absoluter Oberliebling. Oberlieblings-Mega-Knüller.
Heute bin ich ein klein wenig in Bewertungsrage. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so eine Scheiße hier sehe, ja, sorry, dass ich mich so hart ausdrücke, so eine Fäkaliensprache sollte eigentlich nicht angebracht sein in Ihren Videos, Herr Gleich. Was machen Sie denn da? So, Motocross, Bicyclist, Francine und sorry, aber was ist das? Ja, Leute, guckt euch das an. Ja, guckt euch das an. Ich meine, Francine ist ja schon scheiße. Ja? Francine alleine ist ja schon Oberkacke. So, dann kombinierst du die mit einer Blurnsball, die Oberkacke mit der Blurnsball kombiniert und dann kommt da hinten im Motocross Bicyclist raus, die gar nichts mehr kann. What the fuck? Die kann überhaupt nichts. Guck da, kein einziger Effekt mehr drauf. Null. So, ihr ja, Ernst? Ey Leute, ganz ehrlich. Also wirklich, ohne Scheiß. Keine Francine. Macht das nicht. Und auch auf gar keinen Fall. Also wenn irgendeiner der Meinung ist, der muss unbedingt die Francine ins Deck reinnehmen. Ja? Weil die vielleicht so hübsche blonde Haare hat oder sonst irgendwas. Was weiß ich? Keine Ahnung, aus welchen Gründen noch mal. Dann erforscht diese Combo nicht mit Burnsball. Da lacht sich doch jeder kaputt, wenn so eine Combo plötzlich gespielt wird von der Spielautomatik, die ja gar nichts drauf hat. So, also, sorry, aber das ist Rotze hoch 10. Und das kannst du vergessen. So, dann kommen wir hier zum Golfing Quagmire. Und ja, das ist die einzige Combo hier, über die man sich mal Gedanken machen kann oder über die man streiten kann, immerhin, sage ich mal. Ja. Das ist die einzige Combo hier, die tatsächlich First Hit tauglich ist. Ja. Aber auch nur hier Mythic Quagmire. Ne? Also Leute, sorry, aber alles andere kommt überhaupt nicht in Frage. Ein grüner Quagmire? Nö. Nö, nö. Nein, mach das nicht. So, dann hast du hier einen Quagmire in Mythic, also das gelbe Ding da, und dann hast du die Blurnsball. Und dann kommt da in der Golfing Quagmire raus. Wobei ich ganz ehrlich auch wieder hier dazu sagen muss. Ne? Ich meine, okay, der ist geil, ja. Also ich meine, damit kannst du halt schon First Hits raushauen, ne? 24-fach Punch und 21-fach Hämmerge, also den Angriff. Das heißt, du wärst hier bei 45 Angriffen. Wenn du da jetzt wiederum mal also so 1000 Steine für ausgibst, dann bist du eben bei, na, 50 Angriff. Und wenn du noch mal da was machst, dann bist du bei 55 Angriff, ja, im First Hit. Da kann man tatsächlich schon mal drüber nachdenken, in so einer Situation auf die eigentliche Quagmire. Ich meine, zieht euch den Mythic Quagmire rein, was der so für Standardwerte hat. Hier mit Leech, okay, der ist natürlich hochgepusht, aber mit Leech, mit Bombe, mit Gas, das Ding ist alleine schon cool. Ja. Ist echt cool. Und da dann der Golfing Quagmire. Also wer den Quagmire in Mythic hat und gerade diese Blurns Ball auch mit im Deck, der sollte jetzt sich wirklich Gedanken drüber machen, ob er sich den First Hitter reinholt. Ja? So, ich habe den Mythic Quagmire nicht. Ich muss mir darüber keine Gedanken machen. So, also Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ja. Wenn es euch irgendwie geholfen hat, dann würde ich mich natürlich ganz, 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 ganz riesig über einen Daumen nach oben freuen. Also lasst mal bitte ein Like da. Abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Also ich glaube, also wirklich, irgendwie ist das, glaube ich, das ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Naja. Also, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.